Mein Name ist Lukas Drack und ich komme aus der kleinen Ortschaft Frankenburg am Hausruck, aus dem Bezirk Vöcklabruck. Und ich studiere Embedded Systems Design im vierten Semester. Zuallererst, ich habe den Hardware Software Design Bachelor gemacht an der FH Hagenberg. Und weiterführend zu dem ist dann eben der Master Embedded Systems Design. Und ich bin einfach jemand, der gerne bastelt. Und für mich ist das Arbeiten mit Hardware eben sehr spannend und es macht mir Spaß, weil man hat viel mehr zum Angreifen und zum Anschauen wie bei einer reinen Programmierarbeit. Also das Studium macht besonders, dass man wirklich eine riesige Auswahl an Fachgebieten hat. Und das Studium baut sehr stark auf Wahlfächern, was mir immer sehr taugt hat, weil man kann sich wirklich spezialisieren in die Richtung, die man sich selber wünscht. Und es macht einen dann sehr flexibel für die spätere Karriereplanung. Man kann sich aufteilen eher in Softwareentwicklung, in die Hardwareentwicklung, wo es in Schaltungsentwurf und so weiter geht, oder in die Signalverarbeitung. Und für mich, also ich habe die Fächer abgewählt, die mir weniger liegen, in der Richtung Signalverarbeitung und mich mehr auf die Software, also auf Embedded Softwareentwicklung spezialisiert. Ja, also es geht sich bei ESD auf jeden Fall aus. Und bei mir war es so, ich habe im dritten Semester angefangen, für die Forschung und Entwicklung zu arbeiten, für die FH Hagenberg. Im dritten Semester habe ich angefangen mit 10 Stunden pro Woche und jetzt im vierten Semester bin ich bei 30 Stunden pro Woche. Ja, für mich das Klasse in der F&D ist, ich kann mich im vierten Semester von ESD komplett auf meine Masterarbeit konzentrieren. Das heißt, also ich arbeite in der F&D und ich forsche am Gebiet von meiner Masterarbeit. Die Forschungsgruppe, in der ich jetzt arbeite, das ist das Embedded Systems Lab. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit smarten Textilien und textilen Sensoren. Ein weiteres Highlight während meiner Studienzeit war für mich auf jeden Fall die Gründung von unserem Verein, von dem Makerspace. Und das ist der Raum, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Das ist für uns Studenten eine offene Werkstatt, wo wir uns wirklich austoben können. Wir haben 3D-Drucker, wir haben einen Lasercutter und alle möglichen Werkzeuge, mit denen wir alle privaten Projekte zu Ende bringen können. Bei mir geht es darum, ich möchte smarte Systeme absichern gegenüber von Manipulation und Fälschung. Und das möchte ich machen, indem ich ihnen einen digitalen Fingerabdruck zuordne. Und dieser Fingerabdruck versteckt sich in den Fertigungsunterschieden zwischen diesen identischen Geräten. Und durch die kann ich sie eindeutig zuordnen. Ganz einfach, weil wenn man im Bereich Embedded Systems gefragt sein will, dann sollte man ESD studieren. Also wirklich besonders ist, dass die Leute wirklich positiv sind. Und ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass die Leute sich gegenseitig immer unterstützen und sich helfen und egal was passiert, dass sie immer zusammenhalten und sich mit ihren Ideen gegenseitig motivieren. Also mir persönlich hat Hagenberg immer gefallen und ich finde, das zeigt einfach, dass man nicht unbedingt in die Großstadt gehen muss, um Hochtechnologien zu erforschen.